Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Repentance. Wir starten heute einen neuen Versuch mit Bethany. Ich muss Bethena sagen, das ist ja völliger Quatsch. Bethany! Und natürlich wollen wir uns die Spiegelwelt genauer anschauen. Dazu wollen wir aber erst ein bisschen schlau spielen hier. Ha! Dazu wollen wir erstmal hier schön die Ebene erkunden. Wir haben auch schon den Schlüssel für den Zugang bekommen. So viel zu unserer Flamme. So. Ist auch bei den Basement 1. Wir bekommen die Diaper, die Used Diaper. Eine benutzte Windel für uns. Ob das so gut ist, haben wir dahingestellt. Ich habe leider die ganzen Trinket-Effekte, nur die wenigsten im Kopf. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir getroffen werden, dass wir dann einen kleinen The Bean-Effekt ausströmen. Das könnte ich mir vorstellen. Ich werde es nicht darauf anlegen und mich hier mit Gewalt treffen lassen. Ganz im Gegenteil. Feels like Walking in Sunshine. Herz allerliebst. Ja. Diese Fliegen hier, die wurden auch geteasert. Die tun jetzt, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Nee. Außer die Flamme töten, wenn ich in sie reinlaufe, was Sinn macht. Das sind Fliegen, die sich den aktiven Charge eines Items krallen wollen. Das heißt, die ziehen kein Leben ab, die ziehen nur Charge ab. Und da wir ja gerade einen vollen Charge hatten, haben sie uns verfolgt. Als ich das Buch eingesetzt habe, war nichts mehr. Ah, Mann, wir brauchen einen Schlüssel noch für Downpour. Ja, der Item Room hier oben. Das ist mir einer der liebsten Räume, ey. So. Langsam, aber sicher, gemächlich, einen nach dem anderen. Na, wo denn? Ja, oh, genau offscreen. Der Dead Bird. Nun gut. Nun gut. Kann man hier mal ganz kurz gucken. Vielleicht haben wir hier noch so ein bisschen Geld rumliegen, dass wir uns vielleicht einen zweiten Schlüssel aus dem Shop holen können. Wo wir auch nochmal reinschauen müssen. Vielleicht liegt ja da auch was Tolles drin. Weiß man ja nie. Zum Beispiel so ein Schlüssel. Oh, PhD. Hm. Ja, 3 Münzen würden halt fehlen. Nun gut. Hilft nix. Ab zum Boss. Little Horn. Ich würde mit dem Contact Damage gerne vermeiden, dass wir unser Feuer verlieren. Aber das ist leider, leider, leider nicht so einfach. Na komm. Nein. Ach, Mann.
natürlich war es eine der gefehlt hat. Speed and Shot Speed Up ist gut. Wir gehen hier rein und glaube, haben nichts mehr auf dieser Ebene verloren und gehen einen tiefer. So, und brauchen jetzt bis zum zur nächsten Ebene am besten zwei Bomben. Und vielleicht den ein oder anderen Schlüssel. Das wäre ganz elegant. Na, kommst du ran? Muss ich runterkommen zu dir? Okay. Da ist auch schon der Schlüssel für den Item Room. Den nehmen wir doch gleich mit. Das Rainbow Baby oder den Sack of Pennies. Naja. Es ist noch nicht so viel guter Stuff dabei. Hier haben wir noch einen Sacrifice Room. Geld. So, und hier haben wir noch eine Trollbombe. Danke dafür. Oh nein, ihr. Nein, 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 nein. Mini-Larven hier. Death. Boah. Keine Bombe. Kein Schlüssel. Keine Solats. Nur wir gegen Lil Blub. Oh Gott! So viele Larven, ey. Der Duke of Flies von Downpour. Der Duke of Maden. Oder Larven, oder whatever. Oh! Ganz ruhig. Ja! Knapp, als er sein musste. Müsste. Na komm. Der war fies. Ach komm, was hab ich denn jetzt noch getroffen? HP ab, wir haben noch keine einzige Bombe. Das könnte ein anstrengender Run werden. Downpour 2. So. Na komm schon. Kleinen Magen. Wir kriegen viel Geld. Das ist schön. Damit könnten wir uns unter Umständen Bomben kaufen. Okay. Ich habe nicht gesehen, was uns getroffen hat. Egal, wir haben unsere Bomben bekommen. Hallo Envy. Damit sind wir auf jeden Fall für die Minen gewappnet. Oh nein, ich wollte nicht den Kopf spalten. So, jetzt bist du an der Reihe.
Und zu guter Letzt noch dich. Okay. Ja, da ist unser Zugang zum Spiegelraum, zur Spiegelwelt. Könnt ihr mal die Steine in Ruhe lassen? Danke. So. Und die Frage, wo ist die Spiegelwelt? Und wo ist der Item Room? Oh, da. Das wollte ich noch nicht aufsammeln. Naja, das war so klar, dass wir es instant verlieren. Richtig Premium. So, Vogel, tu was. Danke. Health Stop. Oh Mann! Ja, kein Schlüssel! Mann! So, ihr seid blind. Ihr greift einfach nur nach Lust und Laune an. Ach Mann, so dumm. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. Wir brauchen zwei Bomben für die Minen. Oder brauchen wir es überhaupt? Ja, wir machen jetzt erstmal den Boss. Rainmaker, okay. Ja, genau reingelaufen. Sehr gut. Dabei ist der eigentlich noch gar nicht so schwer. Der Rainmaker ist noch der angenehmste Boss. Wie ich finde. Das ist wirklich nur kontinuierlich ausweichen. Und nicht auf einer Achse von 45 Grad stehen, wenn er fertig ist mit seinem Tanz. Also der Rainmaker ist noch der angenehmste von allen. So. HP ab. Ich hätte echt gerne einen Schlüssel. Aber gut. Hier ist das Feuer. Rechts von uns ist der Spiegelraum. Anscheinend funktioniert das immer so. Dann gehen wir hier mal rein. So. Okay, das war unser... Das war unser... Oh. Oh, Swallowed Penny. Damit kriegen wir mehr Geld. Gut, das war unser Holy Mantle, den wir wieder haben. Hier ist das Knife Piece. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Schlüssel. Auf dem Weg zum Boss. Das war unser Holy Mantle. Das sollte mich nicht so einfach treffen lassen. Oh, das war ein Bombenstein, ey. Das war echt gemein, Freunde. Puh, das war auch knapp. Oh Gott. Okay. Wir versuchen die ganze Ebene zu clearen. Soweit es geht. Auch den Miniboss. Envy. Envy sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wir konzentrieren uns einfach. Und ein Kopf nach dem anderen. So. Wir widmen uns zuerst dem unteren, also dem vorderen der Köpfe, dem hier. So. Einer nach dem anderen.
In aller Ruhe. Wir riskieren nichts. So. Jetzt spalten wir dich. Dann dich. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder unser normaler Charakter werden. Nicht, dass wir jetzt immer als The Lost gefangen sind. Und wir müssen... Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den kompletten Pfad als The Lost beschreiten müssen. Nee. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen gerade. So. Aber das sollte doch jetzt funktionieren. Hier sollten wir uns doch schön in Sicherheit wiegen können. Und die Vorteile des Geisterdaseins... kriegen. Und wir haben Schlüssel bekommen. Vielleicht können wir ja nochmal in die andere Welt zurück und noch ein Item holen. Vielleicht geht das ja. Nein! Eine Ladung verloren. Könnte jetzt gefährlich werden. Ich bin so ein Trottel. Oh nein! Ach Mann! Das kann doch gar nicht so schwer sein. Oh Mann! Wir haben den Holy Mantle. Wir hätten uns aber nicht so dumm treffen lassen dürfen. Wir hätten uns auch rausbomben können und den Raum nochmal mit... Es tut mir so leid, dass das so lange dauert, bis wir hier Fortschritt erzielen. Aber es sei es, wie es ist. Ich bedanke mich trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe dennoch, dass ihr ein bisschen Spaß dran habt an den ganzen Runs, an meinen ganzen kläglichen Versuchen. Aber... Ich muss auch sagen, wie es ist, der Repentance-Part von The Binding of Isaac Repentance ist halt einfach auch nicht der leichteste. Es ist halt alles neu und vor allem, dass wir jetzt so eine komplette Sektion, egal mit welchem Charakter wir spielen, dass wir so eine ganze Sektion nur mit The Lost spielen dürfen, wobei The Lost so an sich schon ein schwerer Charakter ist, weil man eben kein Leben hat. Nun gut. Dann... wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, liebe Freunde. Bis morgen. Euer Matze. Ciao.